Tipp, du kannst schleichen, wenn du in Kriegsposition gehst. Versuche mit dem Werfen eine Flasche abzulenken. Achso, einen Tipp habe ich vorher nicht gesehen. Aber das war mein erster Gedanke. Boah, Alter. Willst du mich verarschen? Kommt ihr nicht durch? Ist offensichtlich nicht so intelligent. Das wäre jetzt noch gewesen. Hallo Kumpel. Die kann ich alle nicht looten hier. Boah, ich freue mich drauf, wenn ich mich umdrehe. Einfach so, zack, tot. So, ich werde jetzt schlafen gehen. Bis morgen beim Koopi-Stream. Jeremy, einen schönen Abend und gute Nacht. So. Okay, da oben kann ich noch hin. Ich gehe zu den Mannschaftsquartieren. Ich mache mal ausnahmsweise, was das Spiel mir sagt. Ausnahmsweise werde ich das mal tun. So, Lampe kann ich ausmachen. Also ich würde sagen, wir machen diesen Abschnitt noch und dann mache ich mit diesem Spiel hier, mache ich auf jeden Fall Schluss dann. Das ist mir... Boah, mir geht die Pumpe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das fürs Zuschauen ist. Also ich weiß nicht, wie das ist, dieses Spiel zum Zuschauen, aber zum Spielen ist das die absolute Hölle einfach. Also dagegen ist Outlast fast schon Kindergeburtstag. Aber ganz kurz, ich will gucken, wo ich hin muss. Okay, ich gucke jetzt nach oben. Das heißt, ich gehe jetzt hier raus. Das muss doch aber noch weitergehen hier eigentlich. Wo bin ich hier denn jetzt? Huch. Schwören können, dass es hier jetzt dann weitergeht. Weil ich musste in die Mannschaftsquartiere, denn die Mannschaftsquartiere. Ach so, Moment. Ah, ich verstehe. Sekunde. Moment. Hier komme ich jetzt raus. Nee, check ich nicht so ganz. Ach, die sind nicht verbunden, diese Röhren. Okay. Diese Röhren sind nicht verbunden. Ich gehe mal nach links. Ist bestimmt gut, was ich mache. Ich weiß gar nicht, ob die Licht sehen. Oh, schön, da hängen wieder ein paar Leute. Finde ich gut. Räume hier sind gar nicht so schlecht. Die meisten Kerle beschweren sich aber, wenn sie zuvor wie ich in einer Mine stationiert gewesen wären, wären sie echt dankbar. Das einzige Problem ist das Schnarchen. Boris von der Technik klingt wie ein echtes Sägewerk. Ich glaube nicht, dass ich ohne meine Kopfhörer, die ich ständig trage, einschlafen könnte.
Vor allem, ich höre den Herzschlag hier so leicht. Was eigentlich heißt, hier ist irgendwo jemand, den ich nur nicht sehe. Was? Bin ich bescheuert? Alter, ich mag nicht mehr. Ich hab sowas von keine Lust mehr gerade. Was? Ich mal oben. Okay, da ist das hier. Ich gucke mich jetzt mal ein bisschen ungestüme um. Sonst wird es hier nichts. Ich habe hier gespeichert. Ich hätte langsam echt gerne Knarre, dass ich die einfach mal wegballern kann einfach. Das wäre schön. Einfach wegballern und tschüss. Boah, Alter. Aber irgendwas machen die mit diesen Androiden offenbar. Die zerstören sie offenbar oder wurden zerstört oder keine Ahnung. Okay, hier ist offenbar auch nichts. Batterien werden auch langsam knapp hier. This will come in handy. Kann ich zielen? Nee. So. Man mag es vielleicht nicht glauben, aber ich fühle mich jetzt ein Stückchen sicherer. Also. Ach nee, ich muss ja Z hier machen. So, jetzt können wir gerne nochmal reden. Munition wird halt extrem knapp sein, vermute ich mal. Ren, Cleo, John West, Lee Cooper, Solomon, Thomas. Ich gewöhne mich immer noch an die neuen Droiden, die jetzt im Schiff herumwandern. Doch sie sind verdammt nutzvoll.
In meinem unteren Bereich gab es ein Strahlungsleck und wir kamen nicht heran. Sogar die Anzüge konnten dieser Hitze nicht widerstehen. Wir hatten noch nicht mal um Hilfe gerufen, da kam er einfach durch die Tür und steuerte direkt auf das Leck zu, hat das Ding in 5 Minuten repariert. Okay. Hosea, hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich brauche irgendjemanden, der mir Händchen hält hier. Alter. Was? Okay, Zugangskarte zum Schildraum. What? Why? Quiet. Was? Was? Nicht mehr, ich will da sofort raus. He's blind, but he can hear you. Don't get too close and be careful with the noise. How did you know he was coming? I saw him through the security camera. Ich will nicht mehr, ich will da sofort raus. Ich will sofort aus diesem Spiel raus. Alter, ich habe keine Lust mehr. Das ist doch echt nicht wahr. Oh, Alter, ich bin mega angespannt. Und Rosea, vielen Dank fürs Folgen im Übrigen. Das freut mich sehr. Kann ich das mitnehmen hier zufällig? Den kann ich bestimmt auch nicht abknallen. It's all a lie. Okay. Ich möchte jetzt noch die anderen Räume hier absuchen, ob wir da reinkommen zufällig. Vielleicht finden wir noch was Nützliches. Oh, Alter. Das Problem ist, ich weiß mir nicht, wann der in der Nähe ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt in der Nähe ist oder wann er in der Nähe ist. Ist wenigstens schon mal gut zu wissen, dass er blind ist. Das ist schon mal gut. Aha. Ja, habe ich auch immer in meinem Schrank. Ist gar kein Problem. So halbe Körperteile ist, das macht ein gutes Raumklima. Das ist doch nicht wahr. Ich habe immer das Gefühl, dass die hier gleich dass die in der Nähe ist. Hier, Baseballschläge. Einfach hier das Ding über den Kopf ziehen und fertig. Wisst ihr, an was mich das Spiel hier gerade erinnert? Mit diesen Maschinenmutanten? An Virus, den Film. Da gab es mal einen Film, der hieß Virus.
war ein Alien-Virus, der so ein Schiff befallen hat und alle Menschen sind dann praktisch auch so größtenteils zu Maschinen geworden. Ich weiß halt nicht, wo der langläuft. Ich habe keine Ahnung. Mir tut langsam der Zeigefinger weh vom ewigen C drücken. Komm ich da rein? Ja. Das Spiel ist bestimmt nicht so gnädig und schenkt einem hier irgendwas, oder? Das hier ist bestimmt nichts. Eine Wasserflasche. Kann ich nicht mitnehmen. Wäre auch zu einfach. Aha. Oh, da ist eine Batterie. Hat sich schon gelohnt. Ich bin übrigens gerade ein bisschen leiser, aber ich versuche mal irgendwas zu hören hier. Hier, ein riesiges Messer. Nehmen wir nicht mit. Frage ist, wo ist der? Ist der jetzt noch hier irgendwo oder ist der weg? Der wird bestimmt da hinten irgendwo auf uns warten. Hier ist er nicht, okay. Ich will mich, wie gesagt, erstmal kurz in den Novacore Sicherheitskräfte. Attraktiver Gehalt, Vorteilspakete, Reisekompensierung. Worauf wartest du? Ein bisschen ruhig, weil ich so ein bisschen versuchen will, zumindest was zu hören. Oh, Aufzeichnung. Ich beginne, einige der grundlegendsten Notfallmaßnahmen auf diesem Schiff zu hinterfragen. Klar, wir haben Shuttle-Stationen und Rettungskapseln, doch die Shuttles können nur von Piloten gesteuert werden und die Rettungskapseln sind nur für ein paar Schlüsseloffiziere zugänglich. Das macht doch keinen Sinn. Was ist, wenn alle Offiziere draufgehen? Was, wenn wir innerhalb von Sekunden evakuieren müssen? Ich bin sicher, dass diese Regeln gegen die Richtlinien der Firma verstoßen. Warning. Ja, das ist gerade, das steht hier ganz groß auf meiner Stirn gerade drauf. Psst. Ruhig. Kein Mucks. Achtung, nur autorisiertes Personal. Hat er auf seinem Bett stehen. Kann ich den nicht aufmachen? Nee. Aha. Grünes T-Shirt. Ein Bild. Sehr schön. Ein Boxkampf. Was ist das hier? Irgendein Experiment offenbar oder irgendwas? Keine Ahnung. So. Sieht spontan aus wie ein grafisch schlechter Ableger von Alien Isolation, aber historisch interessanter. Grafisch etwas schlechter als Alien Isolation, vom Gruselfaktor offenbar gleich auf oder besser. Also ich grusel mich hier viel, viel mehr als bei Alien Isolation. Bei Alien Isolation habe ich mich gar nicht gegruselt eigentlich. Da ist man ab und an mal erschrocken einfach, weil das Alien plötzlich da war. Aber das hier, vor allem mit der Musik und alles, das ist einfach, das ist nochmal eine Schippe obendrauf. Also da, also vom Horrorfaktor kann Alien Isolation dagegen einpacken. So. Naja, bei Alien, was? Bei Alien wurde der Grusel halt durch Alien und die Androiden aufgebaut. Zumindest für mich. Die Gegner hier finde ich schlimmer. Viel, viel schlimmer. Das ganze Spiel ist viel, viel schlimmer, finde ich, als Alien Isolation. Und bei Alien Isolation ging mir nicht so die Pumpe wie hier.
Ah, Galen! Wir haben einige Kisten in den Frachtraum verladen, als ein Kabel durchbrach. Die Kiste lockerte sich und fiel auf zwei Kerle. Der Alarm ging an, das automatische Sicherheitssystem feuerte los und die Luft innerhalb des Frachtraums wurde ausgestoßen. Jeder rannte hinaus und traf Galen, der hineinrannte, gewagt und selbstlos, ohne auch nur im geringsten zu bemerken, dass jeder da drinnen innerhalb von Sekunden ersticken würde. Er war dazu in der Lage, das Sicherheitssystem umzukehren und die beiden Jungs zu befreien. Okay, der Galen sind wir.